Guten Tag, ich bin das Ding. Herzlich willkommen zur 10. Folge mittlerweile vom Projekt Stingel. Mein Gott, wie schnell die Zeit vergeht. 10 Folgen, das ist fast ein Jahr. Nein, nicht ganz Spaß. Ich hatte euch in den Kommentaren gefragt, wie gehen wir mit diesem Projekt um? Und sowohl meine Meinung als auch die von den meisten, würde ich sagen, ist, die Gegner besiegen und das Projekt dann beenden. Einer hat, glaube ich, geschrieben, ich sollte die Weltausstellung bauen, aber ich würde mich dann eher auf andere Projekte konzentrieren, wo auch eins, wie gesagt, in Planung ist. Mal gucken, ob das überhaupt klappt, keine Ahnung. Und vom Stapel morgen kriege ich halt meine SIM-Karte. Hier fahren die Schiffe, aber der braucht richtig lange, bis da oben ist. Morgen kriege ich halt meine neue SIM-Karte für Internet vom Freenet, das für 99 Cent. Mal gucken, ob ich damit livestreamen kann. Ich hoffe es einfach mal. Oh, passt noch dahin. Machen wir das mal. Die sind hier immer so ausgelastet. Ja, und ich muss aber auch mein Intervall, was Videos angeht, auf jeden Fall reduzieren. Ich bin bei 18 Videos in der Woche. Das ist zu viel. Das ist definitiv zu viel. Ich komme nicht mehr hinterher. Hätte ich eigentlich wissen müssen, aber das geht noch 3 Minuten. Dann mache ich hier mal 2 weg. Hier noch 2. Ist ja alles Geld, ne? Du auch hier hin. Ja, und du dann auch noch 2. Okay. Gleich ist auch schon der nächste Angriff. Hi. Was heißt gleich? Oh, da habe ich jemanden vergessen. Oh, da kommt nun mal nach Hause. Kurs gesetzt. Ist einfach wieder mittendrin stehen geblieben. Passiert, ne? Ich reg mich nicht mehr drüber auf. Was soll's, ganz ehrlich. Okay. Lotto bereit. 6 Stück. 4 Kanonen insgesamt. Und ich würde sagen, greift mal an. Bereit zum Feuern. Ihn müssen wir wahrscheinlich als erstes wegschicken. Der kriegt bestimmt die erste Ladung ab. Das ist nur ein Clipper, der ist uninteressant. Der stirbt gleich so im Sperrfeuer. Okay, dann werde ich auch die Bilanz jetzt nicht mehr in Ordnung bringen. Außer wir schaffen den Admiral halt nicht. Das kriegen wir so mit Schonern hin, ne? Das mache ich schon irgendwie. Das ist seine vorletzte. Ey, was greifen die jetzt da oben an? Ich habe eindeutig den Befehl gegeben, hier anzugreifen. So, fahr du mal wieder langsam weg. Wir lahmen etwas. Kannst auch direkt nach Hause fahren. Ich will dich halt kleiner. Nächste Kanone. Oh, oh, wir verlieren ein Schiff. Ich habe zu spät reagiert. Ah, oh, nicht wirklich schlimm, ne? Nicht wirklich schlimm. Ein Schiff wurde zerstört. Wir sind, warum auch immer, so stark geworden mittlerweile. Das passt schon einigermaßen. Und darauf achten, dass ich jetzt gleich rechtzeitig das nächste wegziehe. Okay. Und da angreifen. Du hast noch 2500. Sollte aufgehen. Schießt er hier überhaupt noch? Da kommt einfach. Doch jetzt. Ah, das geht doch langsam mit 6, ne? Aber den brauche ich nicht wegziehen, das schaffen die noch. Das schaffen die. Okay. Und zum Konto. Ah, unser Fest ist zu Ende. Und auf da. Das macht ihr schon. Bevor du kaputt bist. Wäre ganz nett.
Jetzt aber mal langsam. Die Ruhe wurde beendet. Hallo? Geht doch. Insel erobern. Minus 42 Einfluss. Das müssen wir auch erstmal hinkriegen. So. Apokalypse. Sei froh, wir lassen nur selten jemanden am Leben. Und nach Hause. Reparieren. Weltenlenker sind wir. Das heißt, wir haben mehr. Bald kennen Sie den Unterschied zwischen Qualität und Quantität. Wo ist denn Weltenlenker? Hab ich darüber eine Nachricht erhalten? Eine notwendige Abschreckung. Nee. Nicht wirklich. Er will uns den Krieg erklären. Oder wir bezahlen 20.000. Ich will bei ihm wirklich einen Überraschungsangriff machen. Ich bezahle mal eben die 20.000, ja? Das habe ich mir schon gedacht. Haben wir ja schnell wieder drin, das Geld. Zur Stelle. Oh, ich... So. Ich biete Ihnen... Eben die alle verkaufen. Ich weiß, das ist immer total langweilig. Aber vom Stapel gelaufen. Damit machen wir halt in diesem Projekt unser Geld. Und das klappt astrein. Ist nur ein bisschen monoton. Und das klappt wirklich hier nicht, wenn hier links eine Meldung ist. Ne? Wir helfen, haben mich mehrere darauf hingewiesen. Unser bescheiden. Ich biete Ihnen auf jeden Fall vom Stapel gelaufen. In Anführungszeichen Fehler gefunden. Hier auch noch zwei Stück. Linienschiff können wir nicht wegen Einfluss bauen. Ja. Okay. Das ist blau. Schwarz hat nur noch diese eine Insel. Können wir uns bei ihm einschmeicheln? Nee, lassen wir mal. Die 20.000 haben wir schon wieder drin, die wir bezahlt haben. Wie sieht es denn aus mit unseren Schiffen? Wie weit sind sie? Noch nicht mal losgefahren? Oder sind die jetzt schon angekommen? Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Wieso habe ich das nicht angeklickt? Oh, pünktlich auf die Minute. Ja, ich kann nichts machen. Immer. Veröffentlichen. Ich habe keinen danke Einfluss. Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Ich habe was vergessen. Och Mann. Los, fahrt los. Ok, ok. Ich hoffe halt, dass Schwarz jetzt nicht in der neuen Welt noch meine Insel besiedelt. Das wäre ärgerlich. Oh, hier ist es am Knallen, ne? Ah, er ist so gut wie vernichtet. Ich glaube, hier will er gerade in die neue Welt fahren mit. Würde ich mal vermuten. Macht ihn platt. Schiff vom Stapel gelaufen. Komm schon. Breitseite. Wie schießt der denn? Geh kaputt. Kämpft gegen den Piraten und der Pirat da unten gegen, okay? Komm schon. Oh, immer noch nicht kaputt. Schießt du nochmal. Bitte. Es gibt nichts mehr, ne? Ach, jetzt. Die Waffenruhe wurde beendet. Ey. Jetzt? Immer noch nicht. In die Takelage! Spielstand gespeichert. Ja, dann muss ich das machen. Bleibt mir nichts übrig. Der darf nicht in die neue Welt. Schafft das eine Linienschiff schon alleine, wenn es denn schnell genug ist. Ja, sieht ganz gut aus. Neue Befehle? Wie sieht's aus mit den Waren? Wegen der Zeitung verbrauchen wir jetzt 5% mehr. Wir brauchen mehr Wurst. Dafür brauchen wir mehr Bauern. Och nö. Machen wir mal noch eine Wurst eben. Tut mir leid, dass ich so nicht lustvoll klinge. Ich hatte einen anstrengenden Arbeitstag. Der ging mir ein bisschen auf den Sack. Schiff vom Stapel gelaufen. Aber naja, hat man schon, ne? Und müde bin ich. Ich habe selbst noch ein paar Trümpfe auf der... Sie haben recht. Ist halt, gehen wir noch einmal. Muss ich sagen, ist wirklich zu viel mit 18 Videos die Woche. Also 7-mal Big City, 7-mal Stiggle und 4-mal Stardew Valley. Gut, Stardew Valley hat man schnell abgehandelt.
Aber immerhin 4 Folgen, ist auch reine Aufnahmezeit, durchschnittlich 20-22 Minuten eine Folge. Bin ich auch 4-5 Stunden mit beschäftigt insgesamt. Mit Rendern, Hochladen und alles. Neue Ziele. Ah, den kriegen wir noch auf jeden Fall. Er fährt hier voll mit dem Wind. Ja. Nein, hier ist nicht der Eingang zu uns. Okay. Er hat hier 1, 2, 3, 4, 5 Inseln. Und in der neuen Welt hat er 1, 2, 3, 4 Inseln. Ach, hier hat er auch noch ein Schiff. Ja, ich muss den kaputt machen. Hilft alles nichts. Jetzt besiedelt er hier wieder eine Insel. Fertig. Das ging ja schnell. Vom Stapel gelaufen. Bestätigen. Okay. Dann hoffe ich mal, war es das mit seinen Schiffen? Das Schiff wurde zerstört. Hat anscheinend jemand anderes unsere Arbeit verrichtet. Und ich würde sagen, unsere Flotte sammeln wir mal hier. Sind unterwegs. Alle Schiffe, die ganz sind, fahrt schon mal darunter. Du auch. Achtung, Admiral anwesend. So. Und die Fregatte auch. Die wird Kanonenfutter. An die Segel und Brassen. Er hat tatsächlich noch Schiffe. Oder wieder Schiffe. Vielleicht jage ich die. Mal gucken, wo sie hinfahren. Aber ich mache ihn jetzt hier in der neuen Welt weg. Dann kriege ich mit dem Blau. Das ist der Plan. In der alten Welt, Entschuldigung. In der alten Welt schwarz wegmachen. Dann ist er hoffentlich komplett weg. Wenn er eine neue Welt besiedelt, auch egal. Wir fangen dann Krieg mit Blau an. Und machen Blau in der alten Welt weg, also auch seine Hauptinsel. Gehen dann in der neuen Welt, machen ihn da noch weg. Und dann hat sich hoffentlich das ganze Thema. Mich interessiert halt, wo die beiden jetzt hinfahren. Das sind Fregatten, okay. So. Wir kämpfen weiter, wenn Stapel gelaufen. Wieder Schiffe produzieren. Geht nicht, kostet Einfluss. Vom Stapel gelaufen. Ja, dann müssen wir welche verkaufen. Sehen Sie? Okay. Oh, ich bin mal gespannt, wann der nächste Patch rauskommt für Anno 1800 auf jeden Fall. Sehen Sie? Der mal endlich einige Bugs behebt. So, komm. Ich biete Ihnen. Und das Geld ist in der Zeit auch weggegangen. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins Lohnt sich nicht. Ich biete Ihnen, wie immer, meine bescheidenen Dienste. Nö, nö, nö. Wir könnten eine Fregatte kaufen, aber wir haben halt keinen Einfluss, ne? Wenn schwarz ist, wenn schwarz kaputt ist, gebe ich auch in der neuen Welt die ganzen Inseln auf. 1, 2, 3, 4, 5 alle tatsächlich. Und hab dann hoffentlich wieder ein bisschen Einfluss, dass ich Schiffe nachproduzieren kann. In der alten Welt gebe ich die nicht auf, damit Blau sich nicht noch weiter ausbreitet. Schiff vom Stapel gelaufen. Und was ich jetzt mal mache, ich habe noch nie darauf geachtet. Hundehaufen, wohin man schaut. Also wenn ich hier jetzt was verkaufe, Anteilswert 1. Ernsthaft. Wenn ich jetzt hier was verkaufe. Gehen wir dann 9 in Minus. Ich verkaufe jetzt mal einfach eins. Gehen wir dann 9 in Minus. Also 1970. Ein Anteil gibt 7 Bilanz. Wir sind hoch erfreut. Ja, gehen wir. Okay. Habe ich das auch mal eben geklärt. Also wenn ich hier jetzt einen Anteil verkaufe, gehen wir nochmal 1000 in Minus. Mehr als bereit. So, du fährst auch hier hin. Was ist eigentlich mit unserer Santa Maria? Ist noch nicht da.
Ist er auch fast kaputt. Da sind zwei und das. Da ist Santa Maria. Da, ganz weit zurück. Oh, oh, oh. Wäre besser kaputt gegangen, hätte man neu gekauft. Wäre eventuell effektiver gewesen. Okay, ich kann halt immer nur so viele Handelsschiffe bauen, solange sie keinen Einfluss kosten. Und jetzt kosten sie Einfluss. Mehr geht nicht in der Warteschlange. Einsatzbereit. Sehen Sie? Man kann auch nachgucken, wie viele man kostenlos bauen kann. Oh, irgendwie ist man. Ich rede heute irgendwie langweilig, habe ich das Gefühl. Also, komisch. Hier Handel. Handelsschiff kostenlos verfügbar. 3 von 8 habe ich aktuell. Dort kann man das nachgucken. Ah, die patrouillieren tatsächlich, nur so wie es aussieht. Das ist gut. Nochmal gucken, wie viel Abwehr hat er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist, glaube ich, wie bei der Lady Hunt, ne? Wir werden Verluste erleiden. Wir werden nachproduzieren. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Während wir nachproduzieren, kann ich die Insel schon mal einnehmen. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh, da muss ich gucken. Ich habe aber eine Feuerwehr. Und eventuell diese hier. Mal gucken, wie viele Schiffe übrig bleiben. Lady Hunt haben wir ja mit einigen Fregatten eingenommen auch noch, die dabei waren, wenn ich mich recht erinnere. Und ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Jetzt haben wir halt bis auf eine Fregatte nur Linienschiffe und die sind halt schon deutlich stärker. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Und halten mehr aus. Ne? Hat er denn mal gute Items, der Gute? Schiff vom Stapel gelaufen. Oh, das wäre ganz gut, aber ist halt übelst teuer. Ne? Und ist auch eher für Clipper oder so. Also so Schiffe, die... Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Halt für Schiffe, die Waren hin und her transportieren. Achtung, Admiral, ein Feuer ist ausgebrochen. Hey. Was geht hier ab schon wieder? Ein Feuer ist ausgebrochen. Das hatten wir schon mal vor kurzem, ne? Ich hab doch eine Feuerwehr. Muss man nicht verstehen. So, Handwerker lasse ich aufsteigen für die Bilanz. Erstmal so viele. Ja, dann kann ich den Block auch noch. Die anderen kann ich nicht aufsteigen lassen. Aber Bauern noch. Wieso habe ich auf einmal wieder so viele Bauern? Ich habe doch so viele. Dann stellt man alles aus und denkt nicht... Eins vergisst man immer. Jetzt ist es Steam. Daher kam das Geräusch. Tut mir leid. Klicke ich jetzt auch nicht drauf. Gucke ich gleich. Wird wahrscheinlich der Navak sein. Okay. Wurst geht immer noch runter. Das verwundert mich halt ein bisschen. Schiff vom Stapel gelaufen. Ah, wird gleich schon wieder laufen. Ansonsten bauen wir nochmal Wurst. Schiff vom Stapel gelaufen. Und 1300 in Anführungsstrichen nur noch im Minus. Das ist gut. So. Wir warten halt gerade wirklich nur auf die Schiffe, dass der Krieg weitergeht. Ne? Und ich habe euch gesagt, ich mache keine Katze oder sowas. Deswegen muss ich ein bisschen labern und die Zeit ein bisschen anders verbringen. Der nervt. Der nervt echt. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Und das Feuer ist endlich beseitigt. Sehr gut. So. Hier ist eine Feuerwehr. Brandwahrscheinlichkeit sehr hoch. Machen wir mal noch eine. Schon heftig. Dass die Dinger explodieren. Und jetzt habe ich wieder zu wenig Bauern. Ach, ich weiß warum. Weil die Dinger kaputt waren. Ich Idiot. Nicht weniger als uns zusteht. Oh. Ja, da hätte ich auch Ihr früher Schiff dran denken ist können. Von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Wo sind denn meine ganzen Schiffe? Ach, hier. Flaggschiff erwartet ist wieder Anweisung. Fast ganz. Sehr gut. Dann kommen wir wieder hier hin. So, du fährst darüber. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Schiff vom Stapel gelaufen.
ihr denn hier? Waren da unten hin, okay. Deswegen, ich klicke mal eben alle Schiffe durch, ob die auch alle das machen, was ich will. Muss ja auch mal sein. Du bist verkauft. Sir Archibald Blake. Komm schon. So. Einsatzbereit. Und du auch. Ich biete Ihnen. So, du fährst. Und du fährst. Warum auch immer. So, weil du verkauft werden willst. Ich hoffe halt, die zwei Fregatten sind nicht da. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ernsthaft. Und wieder aufbauen. Ey. Hier explodiert alles. Also hier sind zwei Feuerwehren. Und hier sind jetzt auch zwei. Und es ist immer noch sehr hoch. Was soll man denn dagegen machen? Habt ihr eine Ahnung? Ist ja richtig blöd. Wovon ist es denn noch abhängig? Habe ich nicht genug Wege hier zwischen gemacht oder? Schiff, ich weiß es nicht. Gelaufen. Ich weiß echt nicht. Schiff vom Stapel. Ich guck mal eben, hier hat sich Schwarz nicht wieder ausgebreitet und ich sehe auch kein Schiff von Schwarz auf der Minimap. Sehr gut. Kann er sich, denke ich mal, auch aktuell gar nicht erlauben. Neue Befehle? Oh, sagen Sie. Und es sind. Oh, da liegt ganz schön viel Treibgut. Flaggschiff steht zu Dienst. Gehen wir mal eben auf, gucken mal, was das ist. Ne? Wir haben ja Zeit. So. Gut, das schmeiße ich wieder weg. Zerstört ihr Schiff. Das werde ich mit Santa Maria benutzen. Ich schmeiß die Sachen wieder weg. Und ihr Schiff explodiert innerhalb von 10 Sekunden, fügt Feinden an den Treffpunkten ihres Schiffes Flächenschaden zu. Und es macht aktuell 1409 Schaden, weil ich 1409 Leben habe mit Santa Maria. Steuermann? Und warum repariert sich Santa Maria gerade nicht weiter? Das verstehe ich gerade nicht. Muss ich das jetzt echt zurückschicken, reparieren lassen? Segel! Das dauert mir zu lange. Ich setze das Item erst bei Blau dann ein. Jagt der Schwarz? Sind die im Krieg immer noch? Mal eben auf ihn gehen. Ja, tatsächlich, er ist im Krieg. Schiff vom Stapel gelaufen. Okay. Das sind die zwei da. Und nur noch ihr beide müsst ankommen. Und dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Linienschiffe und so gesehen 2 Fregatten. Sollte reichen, ne? So. Ich setze mich mal einfach auf die 3. Das ist blau. Das geht bis hierhin. Okay, dann stelle ich die Schiffe mal hierhin. Und dann können die frontal angreifen und müssen nicht erst ums Eck. Habt ihr mir auch als Tipp geschrieben. Dankeschön dafür nochmal. So. Das Ding hat eine richtige Reichweite. Halleluja. Ich muss dann halt erst wieder die beiden Kanonen wegmachen. Wegen den Debuff. Dann 1, 2, 3, 4 davon. Und dann den Konter. Du wirst mein. Das wird heftig. Wenigstens sind sie schön schnell. Und er hat noch keine dicke Bertha. Das ist auch viel wert. Aber so weit ist er auch gar nicht entwickelt, ne? Vom Stapel gelaufen. Stufe. Kann man noch gucken hier, ne? Schiff vom Handwerker. Stapel gelaufen. Genau. Was ist das für eine Nachricht? Explosion. Ah, das war die Köhlerei. Mhm. Und dann haben wir jetzt gleich noch den Angriff. Und den führe ich auch eben durch. 25 Minuten das Video bis jetzt. Das ist ganz gut. Wie teuer wäre denn die Insel? 900.000, das ist nicht wirklich viel. Wenn man guckt, was andere teilweise kosten. So. Ein Schiff erster Klasse. Fregatte gleich vor. Neue Befehle, Admiral.
Erfahrung lehrt die Menschen so vieles. Ein Stück vor. Vorsicht etwa. Und los geht's. Ah, den hier. Den anderen. Die Fregatte darf ruhig kaputt gehen. Die werde ich nicht rausziehen. Die ist Tank. Schiff unter Beschuss. Los geht's. Angriff auf Alonso. Ein Feuer ist ausgebrochen. Und wow, geht das schnell. Halleluja. Flaggschiff steht zu Dienst. Schon mal hier, geh mal weg. Sonst bist du kaputt. Ich improvisiere mal eben. Gucken wir da rein. Ah, ein Linienschiff. Oh. Wir lahmen etwas. Boah, ey, das hatte gerade noch halbes Leben. Der haut halt richtig rein, ne? Komm hier rein. Rein da. Ein Schiff wurde zerstört. Komm. Komm schon rein. Ein Schiff wurde zerstört. Sehr gut. Müssen wir halt gleich ein Schiff nachbauen. Nicht schlimm. Alles in Ordnung. Aber dann ist er weg vom Fenster. Das ist viel wert. Machen wir nur reingehen, ne? Fahr du mal hier hin. Santa Maria greift mal wieder ein. Ah, komm, du schaffst es doch mal. Greif an. Ein paar letzte Schüsse. Der haut richtig gut rein, ne? Das hätte ich nicht gedacht. Das war bei Lady Hunt deutlich einfacher. Deutlich einfacher. Angreifen. Wir werden fast unsere gesamte Flotte verlieren. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Zwei Kanonen noch, wenn ich das richtig sehe. Okay. Wieder zusammengeflickt, Admiral. Aber wir haben wieder bald Einfluss, dass wir die Schiffe auch nachkommen können. Oh, dann werde ich noch mal 2-3 Folgen mindestens für Blau brauchen, glaube ich. Wenn überhaupt, also der ist ja noch stärker als er hier, ne? Ja, ich glaube, wir verlieren aber kein Schiff mehr. Haben 2, 4, 5 Linienschiffe übrig. Ja. Jetzt beeilt euch mal. Bisschen zackig. Stand ihres Feindes bröckelt. Richtig geil. Greif zu. Du hast diese Insel verdient. Und? Ist er weg? Ich hole sie mir dann später wieder. Er holt sich gar nichts mehr wieder. Er ist weg. Wir haben es geschafft, was Leute. Was ich bedauere? Nun, ich wünschte, ich hätte mehr gekocht. Wirklich. Ich hatte schon immer das Zeug zum Küchenschiff. Er ist halt richtig ein Psychopath, ne? So ein bisschen wie Hannibal Lecter mit Kochen. Der Aufstand hat ihre Stadt in Trümmer gelegt. Okay, da sitzt unsere Insel. Minus 37 Einfluss. Gewonnen. Wie gesagt, neue Welt. Das mache ich jetzt mal eben noch. Alle Inseln aufgeben. Neue Welt werden wir nicht mehr besiegen. Ja, die Insel, 558 im Minus. Mal gucken. Ja, hat ein bisschen was gebracht. So, aufgeben. Und dann kann ich gleich Linienschiffe wieder bauen ohne Ende. Haben wir noch eine? Nee, nur noch dich hier. Und dich schicke ich... Abriss nicht möglich. Dich werde ich verkaufen. Ist das ein Schoner? Tatsächlich. Okay. Dann würde ich mal sagen... Dreifache Linienschiffproduktion. Zack. Zack. Und zack. Und danach machen wir zack. Und nicht genug Bretter. Die werden wir aber schnell wieder bekommen. Und dann läuft's wieder.
Was total unwichtig jetzt erstmal ist, das stelle ich auf aus. Die Lager sind voll. Alles anhalten. Mit Shift-Linksklick schaltet ihr alle direkt auf der Insel aus. Also wenn ihr jetzt mal guckt, wo ist denn noch Lehm? Hier und hier, die sind halt auch ausgeschaltet, ohne dass ich sie angeklickt habe, ne? Was brauchen wir denn noch nicht mehr? Stahl schalte ich mal wirklich aus. Dafür aber halt die beiden wieder an. Nähmaschinen, die brauchen wir. Glas haben wir 250, weg damit. Nur noch 20 im Minus, sehr gut. Jetzt gehen wir aber mal voll auf Krieg. Das macht Spaß. Muss auch mal sein, sowas. Und Wurst ist stabil. Brot geht runter. Aber nur minimal. Das ist aber auch, weil die Zeitung das minus 5 hat, hier ne? Ist ein Wunder. Zeigt er gar nicht an. Ja, Brot müssen wir ein bisschen beobachten, wenn wir da nur noch bei 30 sind oder so oder 20. Müssen wir das nachbauen auf jeden Fall. Und die Schiffe, die wir alle bauen, die werden uns mächtig ins Minus reißen natürlich. Ja, ich habe wirklich ein Linienschiff mit 3.500 Leben ungefähr geopfert. Und das hat richtig ein Loch hier reingerissen. Das war schön. Ich hätte die Items wieder aufheben müssen. Ne? Ja, egal. Egal. Und wir haben wieder genug Bretter. Ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, nächste Folge Schiffe produzieren. Und schon mal kleine Inseln einnehmen auf jeden Fall. Ja, sowas hier eher nicht. Wie gesagt, die hier zum Beispiel ist recht einfach einzunehmen. Das ist meine. Was haben wir denn hier? In die Takelage! Die Menschen lassen sie hochleben. Muss ich nicht verstehen, ne? Muss ich echt nicht verstehen. Ja, dann komm du auch mal nach Hause. Wir sammeln jetzt erstmal alle hier. Und auf jeden Fall diese Insel als erstes. Das ist seine Second-Insel, würde ich sagen. Und die hier. Dann, also, erst die hier. Dann die hier. Dann die. Moment, Hafen hier. Und dann die Hauptinsel. Und halt seine ganzen Schiffe. Der hat halt übelst viele Schiffe. Wie sieht's denn aus mit der Militärmacht? Gucken wir uns mal eben noch an, bevor die Folge zu Ende ist. Wir sind ungefähr gleich auf. Ich bin über einen Ticken besser. Er wird eine deutlich härtere Nuss als die anderen beiden, weil ihn haben wir nie geschwächt. Er konnte, während wir die ganze Zeit Krieg geführt haben und Verluste gemacht haben, konnte er sich halt komplett entfalten. Ne? Das ist nicht gut. Und ich muss keinen Waffenstillstand mehr mit ihm hier machen. Das ist auch sehr gut. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich bin das Ding. Danke fürs Zuschauen. Wir haben den Schwarzen endlich platt gemacht. Geht jetzt Schlag auf Schlag. Also zwei Folgen, zwei Gegner platt. Kann sich sehen lassen. Auf schwer. Also Experte. Ja, und bis zur 11. Folge, würde ich sagen. Ne? Macht's gut. Tschüss.